überall Katzen, durchgedrehter Kater. Guten Morgen erstmal. So, wir haben jetzt schon die 16. Sieht jemand die 16? Da unten. Ganz unten in der Ecke. Konntet ihr auch nicht sehen. Oh Gott. Dreh durch. Was ist denn los hier? Gesundheit, ja, dann noch niesen. Supi. Kein Posthorn. Überhaupt noch. Kein Posthorn, aber ein Horn. Hier sehe ich 16 schon. Ja. Und einen weißen Streifen. So, Moment. Ah. Das bleibt raus. Dunkle Karamellpraline. Ah. Interessant. Gut, Tasse, dann bist du dran. Da musste ich gerade etwas länger hingucken. Ich dachte so, was ist das? Ich dachte, das hier vorne wäre ein Kopf und da wäre noch ein Tier hinter. Aber das ist die Nase von einem Wildschwein. Ich habe es nicht erkannt. Ich dachte, das wäre irgend so ein Kind oder so. Ein Baby oder was. Ich dachte, das wäre ein Krippenbild. Das wäre der Ochse dahinter. Es ist ein Wildschwein. Wir nehmen es als ein Wildschwein, okay? Hallo, ich habe mich ja gestern nicht mehr wirklich gemeldet. Ich wollte eigentlich noch ganz viel Zeugs machen und ganz viel und überhaupt. Warum ist das Licht noch an? Wäsche zusammengelegt. Zumindest teilweise. Ach, mein Kaffee steht ja auch noch rum. Leute, Leute, dieses Spiel. Es macht mich gerade wahnsinnig. Gestern habe ich nicht viel zu tun gehabt damit. Wartet mal, ich muss mal hier ganz kurz den Stecker tauschen. Um die Beleuchtung hier anzumachen. Wenn ich jetzt noch klarkomme mit dem Stecker und keinen Stromschlag bekomme. So. Ja. Also gestern dachte ich noch, habe ich wirklich nicht viel zu tun gehabt. Habe trotzdem noch ganz weit dran gesessen. Und bis ich irgendwie im Kreis gelaufen bin, dachte ich, komm, macht keinen Sinn mehr. Aus. Ja. Heute dachte ich, na komm, mach ein bisschen. Ich muss ja die Aufgabe gehabt, ich muss auf 3 Personen oder 3 Charaktere Freundschaft Level 5 bringen. 2 habe ich gestern geschafft und die anderen waren alle auf Level 2. Dann habe ich mir Remy geschnappt und bin mit ihm durch die Gegend gelaufen und gesagt, komm, wir hängen ein bisschen miteinander ab. Das war so schnell auf Level 5, da konnte ich nicht mehr mit. Das war nicht mehr feierlich. Inzwischen habe ich 3 Bereiche freigeschaltet. Ich habe Vajana drin, ich habe Maui drin, ich habe Christoph drin, ich habe Ursula. Wen habe ich noch? Ach, Donald Duck ist da. 5 Leute alleine heute. Und ich weiß jetzt, dass an der 3. Tür, also ich schätze mal, dass es Wally ist. Oh, ich muss Wally haben. Das heißt, den werde ich als nächstes befreien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich liebe Wally. Ja. Aber dann kamen 1000 Aufgaben, 1000 mysteriöse Sachen und ich wusste nicht, was ich mache ich denn zu werden. Ich habe jetzt 1000 Aufgaben auf einmal. Das ist... Deswegen mache ich jetzt immer nur, also habe ich mir jetzt beschlossen, weil ich sitze seit Stunden da dran. Ich könnte auch meine Runde nicht machen. Also ich hätte schon nach dem Postbote hier meine Runde machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich nicht fest saß. Ich hätte den Postboten gewartet, weil Daniel noch was zum Zurückschicken hatte. Deswegen, ne? Und 4 Pakete und ja, genau. Ich denke, das Klingel wieder funktioniert. was wollte ich sagen? Achso, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich immer eine Aufgabe mache. Also ich habe mir 4 Teilaufgaben quasi rausgesucht. Eine Aufgabe, die mir gestellt wird. Es kann aber auch so eine... Mache ich vielleicht auch noch... Ich habe schon überlegt, ob ich auch eine Dreamlight-Aufgabe dazu mache. Die ja auch relativ einfach zu machen sind, teilweise zumindest. Muss ich mal gucken. Oder wenn ich irgendwann keine Aufgaben mehr habe, kann ich sowas machen. Ich habe auch noch die Event-Aufgaben. Also im Moment ist es im Moment... Also heute bin ich gerade so ein bisschen infiziert. Bis gestern ging noch. Bis gestern war noch so, ja, ist okay, das Spiel. Man hängt es ja trotzdem dran, wenn man die Aufgaben machen will, aber es war okay. Und jetzt denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt denn da noch alles? Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass im Schloss noch vergitterte Türen sind, wo wahrscheinlich weitere Teilbereiche des Schlosses sind oder so.
Kann ich mir vorstellen. Wo, vielleicht irgendwann, wenn ich jetzt irgendwann was kommt, mein Spiel ist noch nicht fertig entwickelt. Und man sieht in diesen Charakteraufzählungen auch nur so ein paar Charaktere. Ich denke, das kann doch nicht alles sein. Und es gibt vielleicht auch noch nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber allein von den Türen, die in dem Schloss sind, wo dann eben andere Welten hinter sind, ist es ja schon mehr. Wahnsinn! Und mein Haus ist größer geworden, das ist auch schon mal schön. Ich habe jetzt einen zweiten Raum. Aber aufgebaut wie bei Animal Crossing, ne? Hinten ein Raum, nebenan zwei Räume. Und dann mehrere Etagen. Das weiß ich auch. Mal gucken. So. Was habe ich jetzt noch gemacht? Nicht viel, wie gesagt. Ich habe den nach der Arbeit einfach nur hier gesessen. Und dann habe ich Schneeflockentanz noch das Kapitel gelesen. Ich wollte euch eigentlich auch gestern noch ein Leseupdate geben. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe nichts gemacht. So, also Leseupdate. Immer noch großartig. Und ja, man. Es ist ja. Man kommt jetzt täglich voran, ne? Dann habe ich noch ein Weihnachtswunder für Little Falls, auch immer noch großartig. Es passiert auch mal was Spannendes, weil ich denke so, oh mein Gott. Also ich glaube, es ist auch schon auf dem Klappentext erwähnt, aber ich werde es trotzdem nicht erwähnen, weil ich nicht ganz sicher bin. Aber ich glaube, ich habe es aus dem Klappentext gelesen. Und was ist jetzt passiert? Und ich denke mir so, buh, nix. Ha, nix Gutes jedenfalls. Nix Gutes. Ja, bin ich gespannt, wie es heute weitergeht. Wenn es damit heute weitergeht, man weiß es immer nicht. Die wechseln immer die Charaktere irgendwie. Also es ist ganz oft aus Matts Sicht, Abigail und Martha, manchmal auch aus Larrys Sicht. Larrys, genau. Dann habe ich gestern ein bisschen in Happy New Year weitergelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in Liebe, Eis und Weihnachtsschlüssel gelesen habe. Und ich merke, dass mir, weiß ich nicht, das habe ich beim ersten Buch von die Marie schon gehabt, was ich ja unterbrochen habe erstmal. Das irgendwie so ein bisschen komisch ist. Erstens haben beide, es ist ja, sollte ja eigentlich ein Liebesbuch werden, da dachte ich, dass es Liebesromane sind, weil das heißt ja Liebe, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben beide jeweils einen Partner, sind aber nicht verheiratet. Ich weiß nicht, wie es bei, ich weiß nicht mehr, wie das erste Buch heißt, was ich gelesen habe oder angelesen habe. Jedenfalls ist das hier auch so. Und dann will sie auch noch Weihnachten heiraten, was ich auch komisch finde, wir heiraten genau an Weihnachten, bitteschön. Reist aber eine Woche vorher nach Freiburg, was ich schon mal sehr gut finde. Ich liebe Freiburg. Freiburg ist toll. Vor allem ist ganz nah am Europapark, also meine Stadt. Aber Freiburg ist generell schön. So, dann ist sie, also diese Protagonistin ist irgendwie total verwirrend. Sie reist eigentlich für eine Eismesse hin, weil sie hat eine Eislide, Schneeflöckchen, was ich total schön finde. Ist aber nicht auf dieser Messe. Sie landet erstmal im falschen Hotel, was so ähnlich heißt wie das Hotel, was sie ist. Bleibt aber einfach da. Okay, sie ist zu faul, da runterzugehen wieder, weil es auf dem Berg liegt. Aber, hä? Also so ganz, ich kann ihre Handlungen nicht nachvollziehen. Dann hilft sie da und macht und tut und bereitet Eis zu in der Küche. Und dann mir so, hä? Wie dreist bist du denn? Also keine Ahnung. Die ist mir sehr komisch. Sehr, sehr, also wirklich, weiß ich nicht, was ich damit halten soll. Und das hatte ich ja, das Problem hatte ich ja bei dem ersten Buch auch schon gehabt, dass die irgendwie komisch war, die so komische Reaktionen hatte, Handlungen hatte. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich es unterbrochen habe, weil einfach so merkwürdig war. Ja, wenn es jetzt bei beiden Büchern von Nadine Murray, ich habe ja insgesamt drei von der Reihe und drei von ihr überhaupt, dann wird diese Autorin vielleicht nichts für mich werden. Ja. Dann glaube ich nicht so ganz meins, wenn es bei jedem Buch so ist, dass die Protagonistinnen so merkwürdig sind, aber so richtig unlogisch teilweise. Naja, gut, gucken wir mal. So, das war mein Leseupdate. Jetzt spiele ich eine Runde weiter, pflege weiter die E-Books ein, produziere Videos. Ich habe gestern vollkommen vergessen, Vlogs zu schneiden. Ne? Ich habe es gerade so geschafft, meine Haare zu duschen. Ja, das habe ich nur geschafft, aber nicht mehr Haare zu föhnen oder so. Ja, dann war nämlich Daniel nach Hause, hat aber erstmal rumgewerkelt und ich hatte noch nasse Haare und wollte aber erstmal Gronkh gucken und dann war es zu spät. Dann war ich schon so trocken, ich dachte, jetzt bringt es auch nicht mehr, dass ich die föhne, das macht keinen Sinn. Ja, jetzt sehe ich aus wie Struppi persönlich, aber gut. Mit Zopf geht das immer noch. Aber sonst wäre wieder so busch. Egal. Okay. Dreamlight Valley wartet auf mich. Das ist jetzt aber später. Guten Morgen. Ersten Urlaubstag quasi. Für mich zumindest. Ja. Was?
Ein Brumm, Brumm, Auto. Nein, Vater, der brummt. Ach so, Verzeihung. Könnte ich dazu wechseln? Au. Geht nicht. Und ja, du geht einfach das Pflaster. Da was Cremiges. Haselnusstrüffel, die hatten wir schon mal. Oh ja. Und heute darf ich auch hier aufmachen. Ach so, dieses Kissen haben wir übrigens auch zum Nikolaus bekommen. Ich muss schon nicht wohin. Das ist eigentlich für die, damit es nicht durch die Tür zieht. Aber bei uns zieht es ja nicht durch die Tür. So. Also. Und hier ist eine Geschichte wieder drin. Hab die andere nicht mal gelesen. Dann soll ich mal das zupacken. So. Und dann gibt's noch das hier. Dann kriege ich das auch mit dem Pflasterdaum. Andere Seite. Heute mal mit links. Oh. Oh. Gewürzaufgussbeutel in heißem, leicht kochendem Wasser gezuckert, rot oder weißwein, 10 Minuten ziehen lassen. Bläh. Oh. Sowas habe ich aus Versehen schon mal gekauft. Ja. Verdammt. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Aber egal, trotzdem ist die Idee ja nett. Ich fürchte, ich habe irgendwann was falsch gemacht. Warum ist die 15 dann 17 nicht mehr? Ups. Naja. Ich mach da mal die 15 auf, ne? Die Eisfläche füllt sich. Neben dem Pinguin hat sich noch ein Junge gesellt. Juhu. Oh. Und natürlich. Letzten Tage war nix, da ist er wieder. Na? Hallo. Es ist echt zum Mäusemelken, oder? Womit habe ich das verdient? Ich habe noch einen Sticker drauf. Aber dieses Buch, da ist noch nicht das ganze Sticker drauf, hat mein Vater sich letzte Woche, habe ich glaube ich erzählt, beim Marktkauf mitgenommen. Er hat gestern angefangen wollen es zu lesen und merkt so, kommt mir bekannt vor. Ach ja, steht er hier im Regal. Okay. Das ist Band 6 von der Reihe, wo auch Final Cut zugehört. Jetzt habe ich das neue Büchlein. Und bei Kaufland gab es heute Strahlentod von Daniel Holbe und Ben Thomasson. Das ist quasi der Nachfolgeband von dem, was ich letzte Woche. Was Daniel mir letzte Woche mitgedacht hat. Ja, es ist doch. Nee. Also echt. Dann meinte meine Mutter, ich denke, dieses Jahr gibt es keine neuen Bücher mehr. Hätte ich das andere Buch auch geben können. Ja, ich habe aber damit gerechnet, dass du mir letzte Woche gibst. Das ist ja was, was man gleich weglesen kann. Die nicht. Auch wenn ich das mit dem Riesenrad, das reizt mich gerade richtig. Ne? Das reizt mich richtig. Aber ich habe noch genügend andere Bücher. Apropos Bücher, soll ich vielleicht mal gleich mitnehmen. Ich bin schon wieder versumpft. Ein bisschen. Meine Ausstattung. Ja, ich... Und du meine To-Do-Listen. Ich kann schon nicht mehr reden. Die To-Do-Listen wollen abstützen. Nutze ich übrigens nach wie vor sehr gerne. Ist schon gut was weg, aber es ist ja ein dicker, fetter Block, von daher perfekt. Das ist richtig gut. Vor allem ohne groß Schnickedöns oder so dran. Ja. Sehr schön, sehr schön. Gut, ja, dann. Ist hier was los? Was ist denn jetzt? 3? 3? Nein! Ah! Hilfe! Kein komisches Fernsehprogramm, was wir eh nicht haben. Geh weg. Ich habe auf die 3 gedrückt aus Versehen.
Ja, so ist. Na gut, ich mache dann mal weiter. Ich habe schön gefrühstückt. Und apropos Vajana. Vajana, bleib mal stehen, ich muss mit dir eine Stunde abhängen. Wurde mir gesagt. Oh, da glitzert was. Okay, ich mach dann mal weiter. Es ist gleich 0 Uhr. Daniel macht wieder nachts Duschen. Mir sagt er, ich bin spät dran, ja, mit meinem Duschen vorhin, aber er schießt Vögel ab. Na gut, egal. Ich habe mittlerweile viereckige Augen. Ich habe das dies alles ausgemacht. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh, ja. Ich wollte das gar nicht so wegsuchten. Ja. Ich habe aber auch was gelesen, allerdings nicht allzu viel. Und mich grinste seit einer Woche dieses Buch an. Es ist ein Riesenrad drauf. Ich meine, ne? Seit ich lese es jetzt. Ich guck mal, wie es so ist, ob ich es für dich weiterlesen möchte, jetzt sofort oder nicht. Ich lese einfach mal rein. Das Weihnachtsbuch, das einzige wirkliche Weihnachtsbuch, was ich noch habe, außer die beiden Adventskalenderbücher, die zählen nicht. Das andere macht mich ein bisschen wahnsinnig gerade. Deswegen, ich glaube, die Autorin ist echt nicht meins, ne? Mal gucken. Ja. Und eigentlich hätte ich ja noch angefangen, das Buch, was ich dieses Jahr beenden wollte. Also wir gucken mal. Ich habe ja noch zwei Monate Zeit. Nein, zwei Wochen Zeit. Ja, ich lese, wie gesagt, erstmal hier rein. Und dann schauen wir mal. Ein Kapitel habe ich schon, das ist aber halt nichts, ne? Oh Gott, ich bin so müde. Verrückte Sache. Ja. Genau. Wie mir ist heute nicht passiert, ne? Puh. Ich möchte das eigentlich gar nicht mehr so stundenlang daran sitzen. Wirklich nicht. Das geht irgendwie nicht anders. Keine Ahnung. Wahrscheinlich flaut es irgendwann wieder ab. Und vor allem, wenn man dann irgendwie alles freigeschaltet hat, es sind ja jetzt nur 21 Charaktere. Ich habe mittlerweile 14 freigeschaltet. Ja. Ja. Bei dem Event, was gerade ist, komme ich teilweise nicht weiter bei den Aufgaben, weil ich... Okay, zwei Aufgaben habe ich jetzt schon angefangen, das geht dann schon, weil ich wusste nicht, ernte was Süßes. Was ist denn süß? Zucker und Vanille sind süß, habe ich halt auch gelernt. Also Zucker... Schoten? Zucker... Sind das Schoten? Nein, nicht Zuckerschoten. Wie heißen die denn? So eine Stangendinger. Zuckerrohr. Und Vanille. Das sind die beiden Sachen, die ich ernten muss. Gut, weiß ich Bescheid. Dann muss man Königsfische fangen. Problem ist nur, die sind irgendwie nur nachts da. Ich habe jetzt schon drei gefangen. Ne, vier. Drei. Ich habe insgesamt fünf schon. Aber Grufi hat mir welche gegeben. Und ich glaube, ich habe deswegen nur drei. Weil die dazugelegten zählen einfach nicht. Ja. Von daher drei. Fehlt also nur noch zwei. Ist ja auch schon mal schön. Aber das werde ich auch erst am Freitag frühestens machen können. Oh Gott, oh Gott. Weil ja Daniel noch arbeiten muss und dann nicht bis Mitternacht hier rumsitzen kann und dann irgendwelche Fische fangen. Genau. Gucken wir mal, ob das dieses Jahr noch was wird. Aber bestimmt. Nee, nur noch zwei. Gut. Ja. Sonst heute wurde ich echt jetzt mit Daniel beim Lager. Ich hatte eine Vermietung gehabt, habe vergessen, die Schuhe mit reinzupacken. Aber es war wohl nicht so schlimm. Er stand trotzdem ein bisschen was, weil es seine Schuld, dass die nicht bei waren. Grinch und Gracie waren heute unterwegs, also Grinch und die Frau von ihm. Haben wir jetzt Gracie genannt. Es gibt keine Frau Grinch, aber Daniel wollte immer eine Frau Grinch. Und ist jetzt schon zum zweiten Mal unterwegs, sozusagen. Letztes Jahr und dieses Jahr. Mhm. Und deswegen heißt jetzt Gracie. Und die werden heute, frag mich nicht wo, irgendein Einkaufscenter oder sowas unterwegs. Da war auch der Weihnachtsmann. Und die beiden haben richtig viele Streiche gespielt. Das war schon witzig. Hab man jetzt schon Fotos bekommen und Videos und so. Und morgen geht's dann nochmal los. Ja. Das ist witzig. Genau. Oh Gott, bin ich müde. Oh. Ja. So viel dazu. Ich hatte auch überlegt, ob ich erst E-Book davon lese. Also die Vorgeschichte von Sabine Kaufmann.
Es sind nur 20 Seiten, von daher. Aber ich hätte Lust auf das da. Ich hätte nicht Lust auf die Reihe, ich hätte Lust auf dieses Buch. Mal gucken. gut, ich verabschiede mich. Mir passiert hier nicht. Wahrscheinlich wird jetzt morgen mit dazugelegt werden. Ich muss mal gucken, wie und was. Vielleicht auch nicht, muss ich sehen. Wie ich Lust in Laune bin, wie ich morgen, was morgen passiert. Naja, ihr werdet jetzt sehen, wenn es zwei Videos sind oder ein Video sind, ist so reden. Gute Nacht auf jeden Fall.